Der war auch, nachdem ich die Aufnahme unterbrochen habe. Okay, ich rede hier einfach mal nicht weiter. Ich glaube schon, dass das wieder verzögert war. Ich gucke mir das dann gleich doch nochmal richtig an. Also ein Part, der nicht nach der Aufnahmeunterbrechung, also nicht nach der Aufnahmeunterbrechung da entstanden ist. So. Ich weiß immer noch nicht, was ich an der Stelle machen soll, deswegen labere ich hier gerade irgendein komisches Zeug, was hier ich eben gerade selber festgestellt habe, keinen Sinn ergibt. Und deswegen, ja, können wir uns alle freuen. So, was mache ich hier jetzt? Am besten weiter dasselbe wie vorher, weil ich immer noch keine Ahnung habe, wie ich da hochkommen soll. Also es sind alle Level mit Meat Boy zu schaffen, so wie ich das gelesen habe, weil nur die Level mit Meat Boy angeblich online zählen. Ah, da ist es auch geschafft. Ich weiß nicht, was ich diesmal anders gemacht habe als sonst. Oh, da ist er. Natürlich habe ich jetzt mal versucht, A-Plus zu vergessen, indem ich einfach mal dieses Texturen-Girl da einsammeln wollte. Ich weiß nicht, es muss doch irgendein... Hat bestimmt auch irgendeinen eigenen Namen. Ich kann das ja mal nachgoogeln nachher. So, so und hier. Und ja, hat kurz geleckt. Ganz kurz. Und leider war das genau in dem Moment, in dem ich abspringen wollte. So, dahin. Und wieder sterben. Gute Idee. So, ich weiß nicht, was ich an der Stelle jetzt anders mache als vorhin. Auf jeden Fall klappt es jetzt und vorhin nicht. So, so, so. So, dahin eins rüber. Und wieder runter. Ja, aber ich komme langsam vorwärts. Ja. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie ich da vorne an die Kante besser komme. Und wenn ich das so mache, dann komme ich da auch direkt hoch. So, hier. Okay. Das Geländer hatte ich gar nicht gesehen, auf dem man laufen kann. Also ein kleines Stück hatte ich da sogar noch Platz. So, dahin. Da hoch. Da, da, da. 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 Und sterben. So. Also es ist auf jeden Fall wesentlich anspruchsvoller. Also die Dunkelwelt von Level 1 war ja sogar schon anspruchsvoller als die Lichtwelt von Level 3. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die Dunkelwelt so im Schwierigkeitsgrad gleichbleibend ist, während die von der Lichtwelt mit der Zeit zunimmt. Okay, da muss ich irgendwie anders rein. So kommt mir das zumindest bis hierhin vor. Kann ja sein, dass sich das am Ende nochmal ändert und die von der Dunkelwelt nochmal richtig zulegt. Aber bis hierhin ist es auf jeden Fall für mich so, dass die Dunkelwelt mir zeigt, dass sie böse ist. So, hoch jetzt. Dahin, dahin, dahin. Die Leute werden gelangweilt und das möchte ich nicht. So, und jetzt irgendwie da durch. So nicht. Ist auf jeden Fall schon fast das Ende da oben. Und ja, das macht mich wohl gestimmt, dass ich dieses Level hier irgendwann nochmal schaffen könnte. Mein Daumen tut jetzt sogar schon weh, obwohl ich noch nicht lange in dieser Dunkelwelt hier spiele und eben auch, wie gesagt, eine Stunde Unterbrechung hatte durch Rendern. Da hatte ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet, dass ich überhaupt noch hochkomme. Ja, jetzt komm schon da hoch. So, so und dahin. Und da, da, da. Nein. So, da. Sterben. So, da, da, da. Hierhin, dorthin, sterben. Hä? So, da, da, und... okay. So, jetzt versuche ich es mal von hier. Von da hinten wollte ich sagen, bevor ich ins Salz gelaufen bin. Warum kann so ein Klumpen-Mett eigentlich kein Salz ab? Das frage ich mich so ein bisschen. Ich meine, gut, Salz ist Wasser entziehend, also zieht Wasser, aber so extrem, dass man sich sofort auflöst und in Teile zerspringt. Ich meine, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, 30
Zentner Salz auf den Pfund Mett zu schütten, aber ich glaube nicht, dass das den Effekt haben wird. Naja, ist auf jeden Fall egal in diesem Spiel, es ist tödlich. Und ich rede jetzt gerade beabsichtigt nicht ganz so viel, damit, weil ich mich jetzt hier ein bisschen konzentriere und auch das hilft mir irgendwie nicht viel weiter von da hinten loszuspringen. Ich darf da irgendwie nur ganz, ganz leicht die Sprungtaste antippen, in dem Moment da oben. Und das kann ich irgendwie nicht so gut. So, so, hier hin. Und jetzt so ganz leicht. Ach, das war zu einfach. Zu leicht meine ich natürlich. Dafür habe ich den, ja, ich wollte gerade sagen, dafür habe ich den Teil hier am Anfang jetzt raus, aber wenn man sowas sagen will, dann steht man ja sowieso immer. Wie ich in dieser Situation ja wieder bewiesen habe. Oder in dieser. Jetzt schaffe ich es auf das Ding nicht mehr drauf, oder was? Ich springe doch schon von ganz oben, weiter oben war ich doch eben auch nicht. Ja, so. Dann ging es doch wieder und dann geht es auch hierhin wieder und dahin und hier hoch und dann natürlich sterbe ich dann. So, ich rede am besten nicht mehr sowas wie, ist doch einfach, ist doch toll hier, ist doch super. Weil dann passiert das. Ja, kann ich über irgendwas anderes reden? Mir fällt gerade nicht wirklich viel ein. Genau, ich hatte eben die Gotham City Imposters Aufnahme, bei der ich dann halt das Projekt vorzeitig in die Ruhe, also in Ruhepause, keine Ahnung, also auf jeden Fall vorzeitig in Pause geschickt habe, weil ich ja sowieso bald für alle Projekte Pause machen werde, deswegen nehme ich jetzt hier auch schon heute ziemlich viel auf. Ich habe heute 4 Partien FIFA aufgenommen, habe eben eine Stunde an Gotham City Imposters gesessen und, naja, ein bisschen mehr als eine Stunde habe und jetzt schon eine Stunde Super Meat Boy. Morgen kann ich nicht so viel aufnehmen, aber Dienstag kann ich dann mit Mass Effect beginnen. Ah, na also, jetzt hier nicht verkacken und kein Abschluss. 16 Sekunden, wie viel habe ich gebraucht? Na, komm schon, wie viel habe ich gebraucht? Viel zu viel, definitiv. Ach, verdammt. Etwas mehr als eine Sekunde zu viel, dann darf ich doch nicht so viele Pausen machen zwischendurch. Also einfach nochmal neu. Da habe ich am Anfang, glaube ich, zu viel gewartet. Also jetzt schnell. So, so. Dahin, dahin. Hier hoch. Da, so, so. Ah. Okay, ich dachte eben, hätte ich das Level schon schnell gemacht. Aber ich muss es anscheinend noch schneller hinbekommen. Und am besten nicht sowas machen. Das ist natürlich jetzt sowas, da muss jetzt jeder Sprung sitzen, da kann ich nicht einmal ein bisschen ausruhen oder ein bisschen rutschen lassen an der Wand. Da muss jetzt wieder jeder Sprung perfekt sitzen, so dahin, dahin. Ah, da hätte ich direkt hochgekonnt. So, 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 da, da, da. Oh, da kommt man auch direkt drüber. Das muss ich mal ausprobieren. Das wird nochmal Zeit sparen. Ja, das spart auch Zeit. Das Zeit auch spart, wollte ich gerade sagen. So, hier rüber. Aha. Ging schneller und jawoll. So, das Level haben wir geschafft. Gehen wir ins dritte. Natürlich mal wieder so ein dunkles Level. Hier kann ich drunter durch. Aha. Ach du Kacke, der Boden zerbricht hier. Das ist natürlich nicht so toll. So, so. Oh. Ja, toll. Ich habe da eben nicht wirklich einen Verband gesehen, oder? Ja, da brauche ich auch anscheinend eine andere Figur für. So. Nochmal probieren. Hier rüber. Ja. Ach, jetzt natürlich genau in die Lücke da. So. Ich glaube, hier ist zwischendurch besser als unten drunter. Okay, nochmal. Ja, so ist es aber zu schaffen. Vor allem ist es so schnell zu schaffen und das ist ja hier gerade das Wichtigste.
Aber wie gesagt, den Verband werde ich vermutlich noch nicht kriegen. Ich denke, es muss hier bald irgendwie eine Figur geben, die fliegen kann oder so. Wir haben es eben die ganze Zeit geschafft. So. Ah, so habe ich es eben die ganze Zeit geschafft. So. Und hier rüber. Und dahin. Und da zwischendurch. Und dahin. Und hier rein. Oh. Oh. Ja, da habe ich nicht wirklich viel Platz. Ah, wie habe ich das denn vorhin... Ah, okay. Jetzt schaffe ich es nur noch so ab und zu. Vorhin habe ich es die ganze Zeit geschafft. Also die ganze Zeit. Ich habe es mal ein paar Mal in Folge geschafft, meine ich. So, hier. Oh! Das wird natürlich schwierig, der Sprung. Ja, und zurück und dadurch. Oh, Mist, aber auch das wäre jetzt noch genau an der falschen Stelle. So, hier hin, dadurch, hier rüber, dahin, rüber. Oh, ja, toll. Und natürlich genau ins Loch. Naja, ich glaube, mit A+ hätte ich es dann eh nicht mehr geschafft. Muss ich hier am Anfang unten durch, damit ich das da besser schaffe, auf dem Rückweg. Ich mach's mal so rum, auch wenn es oben durch schneller ist, aber weil ja der Boden zerbricht, ist dann der Rückweg, glaube ich, einfacher. So. Ah, jetzt schaffe ich es irgendwie nicht mehr hoch genug. Ja, jetzt war es zu früh. Das war zu spät. Was bei Meat Boy gar nicht geht, habe ich eben probiert, jetzt mal kurz die Nase kratzen. Weil das Level ja nun mal sofort wieder neu beginnt und man dann Zeit irgendwie versaut. Vom nächsten Anlauf. Also für diejenigen, die das selber spielen, Nase kratzen ist nicht. So, dahin, hierhin, so und zurück. So, hier rein, da hin, darüber, dadurch. Na, immerhin ein Abschluss geschafft. Wie gesagt, den Verband müsste ich dann irgendwie mal mit einer anderen Figur bekommen. Okay. 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 Ah, okay, so ein Wandrutschen ist hier nicht. Wie gesagt, an Wand hochrutschen ist hier nicht. Ich bin jetzt aber so gewöhnt von den normalen Wänden, dass das funktioniert. Und jetzt haben wir... Oh, das hätte sogar fast geklappt beim ersten Versuch da oben durch. Ja, das muss ich hier im ersten Anlauf schaffen, so wie jetzt. Wow, wow, wow. Ach, du Kacke. Und wieder hoch. Und... Ah, wenn man da erstmal in der Ecke feststeckt, dann ist es eigentlich aus. Also man kommt da sicherlich noch raus, aber das kostet dann so viel Zeit, dass man sich eigentlich gleich umbringen lassen kann. So, hier hoch. Da irgendwie durch. Okay, irgendwie habe ich es geschafft. Irgendwie habe ich es hinbekommen. Oh nein. Ach, toll. Okay, das muss wirklich alles im ersten Versuch sitzen. So. Ah, wieder genau in der Säge gelandet. Ja. Hier wird jeder kleinste Fehler bestraft in dem Level. Ah, das hat viel Zeit gekostet. Vielleicht schaffe ich es trotzdem noch. Ah, schade. Schade, schade. Das war eben gar nicht schlecht. Aber es ist auf jeden Fall zu schaffen. Ich habe ja jetzt schon fast jeden Sprung einmal geschafft. Ich muss es nur schaffen, sie alle in einem Anlauf zu schaffen. Ah, nein, ja. So, so, und hier durch. Und, ah, da war ich diese Sekunde zu schnell. Also Sekunde. Beim Meat Boy kann man nicht eine Sekunde zu schnell sein, beim Meat Boy kann man nur 100 zu schnell sein. Und das ist ja gerade das, was dieses Spiel hier so anspruchsvoll macht. Oh, oh,
Okay, das sieht gut aus. Okay, die Plattform dann... Bitte, nein! Oh nein, ich hab die... Ich hab dieses Fließband nicht gesehen. Och nö. Ich dachte, ich wäre schon durch. Also ich habe die Plattform in der Mitte auch nicht gesehen. Deswegen dachte ich in dem Moment, in dem ich da runtergefallen bin, dass es schon aus wäre. Nein. Ah, komm schon, das schaffst du noch. Ah, merkst du nicht. Ja, okay, ich hätte es ja eben schon fast geschafft. Ja, jetzt war ein kleiner Leck drin. Aber kein Problem. Einfach weitermachen. So, so, so und hoch und... Oh, Mist. Ist wirklich so, wenn man einmal vergisst, dass da diese Fließbänder sind, dann will man das so machen, wie jetzt, wenn es normale Wand wäre. Und dann laufe ich persönlich da immer erst bis zur Ecke, um dann die Wand hochzurutschen, was hier bei den Fließbändern allerdings nicht möglich ist. Wow. 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 Nein! Ah, diesmal habe ich die Plattform in der Mitte nicht erwischt. Puh. So, so. Ah. Schade. Okay. Okay. Oh, ja. 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 Vor allem dann, wenn man von der Kettensäge erwischt werden will, dann braucht der Ding erstmal einen Moment, bis die kommt. Aber wenn man gut drauf ist, dann kommt ihr natürlich genau in dem Moment, in dem man da ist. So wie jetzt zum Beispiel. Oha. Oha. Na, na. Jawohl. Und das nächste. Ja, da hätte ich, glaube ich, nach ganz unten gemusst. Oder... Na, das war knapp. Ja, toll. So. Ne, da kann man nicht direkt rein, okay.